Ich bedanke mich für die Einladung und finde das eine sehr spannende Tagung, die hier stattfindet. Und bin gebeten worden, so ein bisschen Grundsätzliches über das Aufwachsen mit digitalen Medien hier einzuführen und ein paar Potenziale, aber auch Fragen aufzuwerfen, die sozusagen dann auch mit in den Kontext Leseförderung hineinspielen. Vielleicht eine ganz kurze Vorbemerkung. Es passiert mir in letzter Zeit, dass ich manchmal für eine Kulturpessimistin gehalten werde. Ich möchte an der Stelle ausdrücklich mitteilen, dass ich das nicht bin, dass ich sehr intensive Nutzerin der digitalen Medien in sehr verschiedenen Formen bin. Aber ich glaube, dass so manche Entwicklungen, auf die ich auch heute noch mal ein bisschen näher eingehen werde, in den letzten Jahren zu sehr grundlegenden qualitativen Veränderungen geführt haben, was mit digitalen Medien stattfindet und wie auch unser Handeln in diesem Zusammenhang gerahmt ist, beziehungsweise auch bestimmten Dingen unterworfen ist. Deswegen werde ich in meinem Vortrag auf die Potenziale, auf die wirklich spannenden Perspektiven, die sich ergeben, eingehen, aber eben auch bei aller Euphorie, die sozusagen in diesem Innovationszusammenhang überall unterwegs ist, auch auf Dinge hinweisen, die meines Erachtens sehr grundlegende Fragen und Herausforderungen aufwerfen. Und bislang ist meine Beobachtung in verschiedenen pädagogischen Zusammenhängen, dass die Tendenz ist, sozusagen das immer in eine Richtung aufzulösen, sozusagen die Technik-Euphorie zu sagen, es ist alles innovativ, alles toll und sozusagen die problematischen Seiten nicht mehr unbedingt hinreichend genauso mitzureflektieren im Handeln oder auf der anderen Seite zu sagen, es ist alles ganz böse, ganz schlimm, ganz schrecklich, dürfen wir erst gar nicht irgendwie verwenden. Also beide Positionen halte ich für problematisch und versuche heute auch mit Ihnen genau in so Spannungsfelder reinzugehen, die sich aufmachen in dem Zusammenhang. Ich werde zunächst Ihnen einige Daten vorstellen, Entwicklungen im Kontext der Nutzung digitaler Medien. Ich werde einen Blick auf einzelne Phänomene werfen und werde auch noch mal Potenziale und Herausforderungen benennen. Ich werde auch die Rolle von Schule und Familie in diesem Kontext in den Blick nehmen und da auch anknüpfend verschiedene Aspekte noch mal deutlich zu machen. Insgesamt sprechen wir, und das haben wir auch im 14. Kinder- und Jugendbericht gemacht, ich war da Mitglied der Sachverständigenkommission für den Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, der letztes Jahr erschienen ist, und wir haben da erstmalig das Thema Mediatisierung des Aufwachsens durchgehend in den Blick genommen und haben da von Mediatisierung gesprochen. Mediatisierung ist ein Begriff, der von Friedrich Kotz, einem Medienwissenschaftler, geprägt wurde, und er spricht davon, dass durch das Durchdringen von Medien in allen möglichen Alltagskontexten unser Alltag in Bezug auf Räumlichkeit, in Bezug auf zeitliche Dimensionen und in Bezug auf soziale Beziehungen sich verändert und auch ein Stück weit transformiert, dadurch, dass wir Medien an immer mehr Orten haben, die auch immer mehr Orte verbinden, dass wir das ist sozusagen die räumliche Dimension, dass wir aber auch zeitlich, wer von Ihnen ein Smartphone hat, wird es am eigenen Leib erfahren, sozusagen auch zeitlich quasi rund um die Uhr on sein können, potenziell. Und wir haben, egal ob es um Beruf, Freizeit, Familie oder andere Zusammenhänge geht, eigentlich mittlerweile immer mit Medien zu tun. Und diese Dynamisierung, es ist ja jetzt nicht so, dass Medien auf einmal mit dem Computer in die Welt gekommen sind, auch Bücher sind Medien, also das kann man hier nochmal ganz ausdrücklich sagen. Und so manche Mediendiskurse, die wir jetzt aktuell rund um digitale Medien haben, sind auch ganz alte Diskurse, die schon bei den alten Griechen angefangen haben. Jedes Mal, wenn ein neues Medium kam, hat man Risiko- und Drama- und Gefahrendiskurse gehabt. Das war bei den Romanen im 19. Jahrhundert, wo man gesagt hat, da verschwinden die Leute in einer realitätsfernen Welt, setzen sich nicht mehr mit der Realität auseinander. Wir hatten die Diskussion rund ums Radio, ums Fernsehen, ums Internet und jetzt natürlich auch um die allerneuesten Phänomene. Von daher will ich diese Perspektive etwas dramatisieren, aber schon darauf hinweisen, dass wir diese Mediatisierungsentwicklungen aktuell noch mal genauer ansehen müssen, weil spätestens mit der Mobilität, also den mobilen Medien, diese Alltagsdurchdringung noch mal zugenommen hat in verschiedener Weise. Und jeder, der sich ein Smartphone mal angeschafft hat, bei mir war das auch eine Wahnsinnsveränderung vom Handy zum Smartphone, wie ich dann plötzlich permanent Dinge gemacht habe, die ich davor nicht permanent gemacht habe. Ich habe schon gesagt, ich bringe Ihnen ein paar Studiendaten mit. Ich weiß nicht, ob Sie die in der letzten Reihe lesen können. Das sind jetzt Daten aus einer Studie, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde vom Deutschen Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet.
Und dieses Institut hat Jugendliche oder Kinder und Jugendliche befragt im Alter von 9 bis 24 Jahren zu ihrer Mediennutzung im Kontext digitaler Medien vor allen Dingen, haben viele Fragen von Vertrauen und Sicherheit abgefragt, aber auch allgemeine Mediennutzungsdaten. Und was Sie hier sehen ist, dass erstmalig, und das ist tatsächlich eine neue Entwicklung, die sich jetzt auch zunehmend in anderen, naja, irgendwie scheint es nicht zu klappen, in anderen Medien abspielt, das Smartphone, also die mobile Nutzung als Zugang zum Internet hat alle stationäre Nutzung längst überholt. Also wir machen das nicht mehr hauptsächlich, oder zumindest die jüngeren Generationen machen es nicht mehr hauptsächlich über Computer und Laptop, sondern über Mobilgeräte. Ich habe, weil es natürlich sehr spannend ist, hier beim Thema Lesen auch den E-Book-Reader hier mit dabei, und Sie sehen, im Vergleich zu anderen Medien ist die Bedeutung ein bisschen verschwindend. Aber auch schon letztes Jahr gab es Jugendliche, die E-Book-Reader genutzt haben. Wenn man das nochmal kontextualisiert mit der Mediennutzung von Jugendlichen in der GYM-Studie, die jährliche Studie zur Nutzung von Medien durch Jugendliche in Deutschland, die neue erscheint Ende dieser Woche, deswegen können wir leider diese ganz aktuellen Zahlen noch nicht mit einbeziehen. In der GYM-Studie zeigt sich über die Jahre, dass Bücherlesen eigentlich relativ konstant bleibt. Also es gibt so ein bisschen eine leicht abnehmende Tendenz, so die Studienautoren, aber das regelmäßige Bücherlesen ist bei 2/5 der Jugendlichen sozusagen fester Bestandteil des Alltags. Mädchen lesen deutlich mehr als Jungs, also ungefähr die Hälfte der Mädchen, ein Drittel der Jungen lesen regelmäßig Bücher. Und ein Unterschied, der jetzt auch gerade schon thematisiert wurde, ist, es gibt sehr deutliche Unterschiede in Bezug auf den formalen Bildungshintergrund, der an der Schulform gemessen wird in der GYM-Studie. Es ist so, dass 44% der Schüler mit formal niedriger Bildung, das heißt Hauptschulhintergrund in der GYM-Studie, 44% dieser Schüler und Schülerinnen greifen in ihrer Freizeit nie zu einem Buch. Insgesamt ist es so, dass mit zunehmendem Alter weniger gelesen wird, quer durch alle Bildungsgruppen. Und das ist sozusagen auch eine, man könnte sagen, fast teilweise Normalentwicklung, wenn man sich das Jugendalter anschaut. Die GYM-Studie misst nur bis zum Alter von 19 Jahren, von daher ist es jetzt nicht sehr überraschend. Möglicherweise nimmt es dann in höherem Alter wieder zu. Es gibt auch die KIM-Studie, die die Mediennutzung von Kindern misst. Bei der KIM-Studie geht es um Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren, und es gab jetzt erstmalig eine Studie, die Mini-KIM-Studie, wo Eltern von 2- bis 5-jährigen Kindern befragt wurden. Aus dieser Mini-KIM-Studie bringe ich gleich noch ein Beispiel, das ist jetzt aus der letzten KIM-Studie von 2012. Das heißt, man muss im Hintergrund haben, das sind schon ein bisschen ältere Daten, und vermutlich hat sich in diesen 2 Jahren noch mal ganz schön was verändert, weil wir ungeheure Dynamiken in dem Zusammenhang haben. Sie sehen hier, dass Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren gefragt wurden, ob sie Mitglied in einer Community, also in einem sozialen Netzwerk sind, und Sie sehen, dass das nach Alter ansteigt. 44% der Kinder geben an, Mitglied in einem sozialen Netzwerk zu sein. Was ein spannender Befund ist, ist, wenn sie gefragt werden, in welchem Netzwerk bist du denn, geben von diesen 44% 55% an, dass sie bei Facebook Mitglied sind. Jetzt muss man aber sagen, eigentlich sind die gar nicht die erlaubte Zielgruppe von Facebook, weil Facebook eigentlich für 6- bis 13-Jährige noch nicht gedacht ist. Es gibt auch in der Mini-KIM-Studie eine Frage an die Eltern der 2- bis 5-Jährigen. Da wurde gefragt, ob sie Mitglied in sozialen Netzwerken sind. 53% geben an, dass sie Mitglieder sind. Von diesen 53% geben an, dass sie zu 33% Informationen über das Kind in ihr Profil eintragen und darunter dann auch Fotos oder weitere Informationen über das Kind. Das heißt, man kann sagen, im familialen Alltag sind soziale Netzwerke total angekommen, und insgesamt kann man feststellen, dass in den letzten 3 bis 5 Jahren sich eine wahnsinnige Verlagerung ereignet hat aus dem, ich sage jetzt mal, freien Internet hinein in soziale Netzwerke, die der zentrale Raum für Internethandeln geworden sind. Aus verschiedenen Studien, unter anderem auch vom Jugendinstitut für JFF-Institut, die nennen sich nicht mehr Jugendfilm Fernsehen, aber so hießen die früher, JFF-Institut für Medienpädagogik,
Die haben eine aktuelle Studie veröffentlicht zu familialen Medienalltag und da ist der Befund, dass Medien zum Alltag in Familien gehören, dass sich der Einstieg in den Mediengebrauch auch auf immer früher verschiebt. Das zeigt auch die Kim-Studie und die Jim-Studie. Es fällt Eltern immer schwerer, den Medienkonsum ihrer Kinder im Blick zu behalten, zu kontrollieren. Es gibt viel Skepsis auf Seiten der Eltern, viel Unsicherheiten. Und auf der anderen Seite werden aber bestimmte Medien wie das Mobiltelefon auch ganz offensiv genutzt, um mit den Kindern in Kontakt zu bleiben oder auch über ihre Orte informiert zu sein. Wir haben, wenn man das Ganze insgesamt betrachtet, sehr viele Diskurse, die sich auf das Feld Aufwachsen mit Medien richten. Zum einen sind es Diskurse, die mit starken Zuschreibungen an Medien verbunden sind. Also Herr Spitzer wurde vorhin schon zitiert. Es gibt ja verschiedene Protagonisten, die da sozusagen sehr viele Gefahren vermuten und sagen, digitale Mediennutzung macht Kinder dick, faul, dumm und gewalttätig. Da gibt es einige empirische Zweifel dran, um das nur mal ganz kurz anzumerken. Aber es gibt auf der anderen Seite auch eine ganze Menge Diskurse mit Blick auf Elternverantwortung, mit Blick auf Kindheit und Jugend. Und ich möchte auch an der Stelle nur ganz kurz erwähnen, dass wir sehr viele Risikodiskurse mit Blick auf jugendliches Medienhandeln führen, die, wenn wir mal unsere eigene Medienpraxis ansehen würden, vielleicht von den Fakten her ähnlich ausfallen würden, aber interessanterweise nicht so risikoorientiert. Also dieser Risikoblick auf Jugend, den wir auch im Kinder- und Jugendbericht thematisiert haben, prägt viele Mediendiskurse und manchmal hilft es schon ein bisschen genauer hinzusehen, ob das alles tatsächlich so riskant ist, weil wir manchmal gar nicht so viel andere Praxen haben. Zum Thema soziale Netzwerke hier ein Befund aus der Bitkom-Studie von diesem Jahr. Da sehen Sie, dass bei den 10- bis 18-Jährigen WhatsApp und Facebook ganz vorne liegen. Dann kommen noch Skype, Google+, Instagram und Twitter. Sie sehen da auch, dass es sehr unterschiedliche Definitionen von sozialen Netzwerken gibt. Die Minimaldefinition ist, es gibt etwas, wo man ein Profil hat, das man ausfüllt und über das man dann auch erreichbar ist. Und so kommt dann so eine Reihung von sozialen Netzwerken auch zustande. Wenn man sich ansieht, was Jugendliche in diesen sozialen Netzwerken machen, dann ist es auch sehr spannend, sich das anzusehen. Hier geht es um Facebook und WhatsApp. Facebook ist der dunkle Balken, WhatsApp ist der helle Balken. Und man sieht, dass sich hier mittlerweile ein bisschen ausdifferenziert, was wo stattfindet. Links von Freunden anklicken, Status angeben, Links verschicken, also sozusagen das Lockere in Verbindung bleiben, aber nicht sehr offensiv, auch Inhalte preisgeben. Das scheint stärker bei Facebook stattzufinden, sich mit Freunden zu verabreden, private Nachrichten zu verschicken oder auch Fotos zu verschicken. Da liegt mittlerweile WhatsApp vorne. Also es gab eine Verlagerung und eine Ausdifferenzierung auch der Nutzungsweisen. Ich möchte noch ein paar Kernbefunde aus dem Kinder- und Jugendbericht und aus Studien von Dana Boyd Ihnen zur Kenntnis geben, weil die, glaube ich, auch ganz hilfreich sind, um einzuschätzen, in was für einem Kontext die digitale Mediennutzung stattfindet. Wir haben zum einen eine immense Dynamik in den letzten 10 Jahren gehabt, dass digitale Medien wirklich in einer unvorhersehbaren Weise Teil des Alltags geworden sind. Wir haben auch eine Kontinuität von klassischen Medien. Also es ist nicht so, dass alle alltagsskeptischen Diskurse sich bewahrheitet hätten und alle nicht mehr miteinander reden, nicht mehr lesen oder sich nicht mehr treffen. Wir haben eher eine Erweiterung der Kommunikationskanäle, also die digitalen Medien sind ein Raum mehr, über den kommuniziert wird und es gibt bislang meines Erachtens keine seriöse empirische Studie, die in irgendeiner Form zeigen würde, dass dadurch tatsächlich soziale Kontakte nicht mehr stattfinden würden oder also in einem breiten Sinn sozusagen eine Reduzierung der sozialen Kontakte stattfinden würde. Es gibt natürlich kleine Prozentsätze von sozusagen suchtähnlichem oder exzessivem Nutzungsverhalten, wo sowas ausgeprägt ist, aber das sind tatsächlich zahlenmäßig so kleine Zahlen und kleine Prozentsätze, dass es mit dem öffentlichen Diskurs, den es da manchmal drüber gibt, eigentlich nicht wirklich in einer Relation steht. Die Mediennutzung von Kindern, Jugendlichen, aber auch von uns Erwachsenen erfolgt eigentlich in einem doppelten Sinn sozial kontextualisiert. Das eine meint, dass tatsächlich diese isolierte Nutzung eigentlich gar nicht der Alltagsfall ist, sondern eher sozusagen in sozialen Kontexten mit Freunden, in einer sozialen Situation digitale Medien genutzt werden. Natürlich umso mehr jetzt, seit die mobilen Medien eine große Rolle spielen.
Und auf der anderen Seite spielt das eine Rolle, was vorhin schon als Digital Divide angesprochen wurde, digitale Ungleichheit. Und dabei geht es aber nicht um die Frage des Zugangs zu den Medien oder ob Jugendliche beispielsweise bestimmte digitale Medien nutzen oder nicht, sondern es geht eher darum, dass wir eine Ausdifferenzierung von Nutzung beobachten innerhalb der digitalen Medien. Das heißt beispielsweise sozial benachteiligte Zielgruppen, in der GYM-Studie dann ganz konkret die Hauptschüler, Hauptschülerinnen, sind eigentlich Intensivnutzer, Intensivnutzerinnen von sozialen Netzwerken beispielsweise. Also es gibt da quantitativ in bestimmten Kontexten und gerade in Kontexten, die jetzt sehr relevant sind in der Mediennutzung, tatsächlich eine Verschiebung, dass die früher immer so wenig on waren, ganz besonders viel on sind, aber dann eben mit Daten beispielsweise weniger kritisch umgehen, weil eben bestimmtes Wissen auch dazu fehlt. Wir haben eine Ausdifferenzierung in der Nutzung, da komme ich später nochmal kurz zu, in Bezug auf die Frage, was sind eigentlich bildungsrelevante oder anschlussfähige Kompetenzen, die dann auch in Bildungsinstitutionen abgefordert werden. Da teilt sich das sehr nach den ressourcenreichen und ressourcenärmeren Zielgruppen. Und es verändert sich auch in Bezug darauf, wer sozusagen wirkmächtige Beteiligung praktiziert im Netz. Also es nutzen im Prinzip alle. Aber die Art und Weise, wie genutzt wird und wozu, mit welchen Voraussetzungen, differenziert sich sehr stark aus. Es ist gerade vorhin auch schon angeklungen mit der On-Off-Hybridität. Es wird nicht mehr so differenziert zwischen, bin ich jetzt gerade online oder offline. Auch das werden Sie selbst nachvollziehen können, wenn Sie jetzt vielleicht hier gerade sitzen und ab und zu mal in Ihr Smartphone hineinschauen. Wann sind Sie eigentlich off und wann sind Sie on? Und selbst wenn Sie es nicht bewusst in der Hand haben, produzieren Sie permanent Lokalisierungsdaten und auch da könnte man fragen, sind Sie da jetzt eigentlich on oder off? Zum Thema digitale Ungleichheit werde ich später noch ein bisschen was sagen. Ein Befund, der von Dana Boyd sehr spannend ist, ist, sie sagt, es passiert etwas mit Blick auf Verhältnisse von Privatheit und Öffentlichkeit. Früher war das so, oder es ist in manchen Kontexten, würde ich sagen, heute auch immer noch so, dass Jugendliche sich Räume erobern, sich Räume aneignen. Klassisches Beispiel in einer Stadt, auf einem Platz, lassen die sich nieder, machen Lärm, es gibt Stress mit den Nachbarn, aber es ist auch eine Form von Raumaneignung. Dana Boyd sagt, im Kontext digitaler Medien und speziell sozialer Netzwerke passiert eine andere Form des Umgangs mit Öffentlichkeit, nämlich Jugendliche schaffen sich Teilöffentlichkeiten. Also es gibt sozusagen nicht den Konflikt nach außen, das Aneignen von Räumen, das dann eben auch ein konflikthaftes Aneignen mit Auseinandersetzung ist, sondern man könnte sagen, das hat auch sowas wie eine Rückzugsbewegung. Und es ist eben ein Schaffen eigener kleiner Öffentlichkeiten. Sie beobachtet in ihren Studien auch etwas, was in mehreren Studien in Deutschland sich auch gezeigt hat. Kinder und Jugendliche wissen Bescheid, dass irgendwas mit ihren Daten passiert und sie versuchen damit irgendwie umzugehen. Und Dana Boyd sagt, es geht um Persistence, Visibility, Spreadability und Searchability, also Nachhaltigkeit von Daten, die mal im Netz sind, Sichtbarkeit von Daten, Verbreitbarkeit und Durchsuchbarkeit. Und sie sagt, irgendwie ist es den jungen Menschen klar und die versuchen permanent damit irgendwie umzugehen. Manchmal würde ich sagen auch mit verzweifelten Strategien, dass sie sich jeden Tag wieder neu anmelden bei Facebook und wieder abmelden und hoffen, dass dadurch die Datensammlung durchbrochen wird und ähnliche Praktiken. Sie benennt auch ein Faktum, das ich auch sehr wichtig finde. Wir sind alle unter den Bedingungen dieser digitalen Medien heute in einer Art Abhängigkeitsverhältnis voneinander. Wir sprechen ganz häufig über, wir müssen auf unsere Daten aufpassen und wir müssen überlegen, wo wir was angeben. Aber spätestens, wenn Sie WhatsApp nutzen, geht es nicht mehr nur um Ihre eigenen Daten, sondern auch um die Daten von anderen, die über Ihr Kontaktverzeichnis regelmäßig auf US-Server hochgeladen werden. Das heißt, wir haben eine ganz andere Verantwortungsfragen und Verantwortungsfragen, die sich auf Kontexte beziehen, die ganz schwer in der eigenen Handlungsmacht auch liegen. Und diese Fragen stellen sich auch in manchen Kontexten von Leseförderung. Da werde ich nachher noch mal kurz drauf eingehen. Ja, wenn wir von sozialen Medien sprechen, dann sprechen wir in der Regel von diesen Anbietern. Und es ist auch kein Zufall, weil wir haben hier Monopole. Also wir haben eine massive Monopolisierung unter den Anbietern, nicht nur von sozialen Netzwerken, aber gerade auch in diesem Kontext.
Soziale Medien ermöglichen erstmal, Informationen aller Art zugänglich zu machen und zu bearbeiten und auch einen Austausch mit anderen Nutzer und Nutzerinnen. Das ist eine der Hauptfunktionen, die auch praktiziert wird. Sie können komfortabel und mittlerweile ja auch scheinbar unverzichtbar Kontakte pflegen, so ein bisschen auf Lager halten, dann aktivieren, wenn man sie sozusagen wieder braucht. Das klappt ja ganz gut über soziale Netzwerke. Sie können unmittelbar kommunizieren, sie haben eine große Reichweite und sie können auch sehr einfach Content pflegen. Also sie haben sehr vorstrukturierte, einfache Möglichkeiten, um Inhalte ins Netz zu stellen. Sie brauchen kein HTML-Programmieren mehr zu lernen. Sie brauchen keine großartigen technischen Fähigkeiten, um Inhalte ins Netz zu stellen. Das war vor 10 Jahren noch anders. Aber wir haben eben einen Kontext, der auch monopolisiert ist und der, das wissen Sie alle, einer sehr ausgiebigen Praxis der Datenaggregation, der Datensammlung und auch der Datenverwertung unterworfen ist. Ich werde jetzt nicht auf alle Funktionen von Facebook oder Google eingehen, aber vielleicht genügt an der Stelle, das können wir auch gerne in der Diskussion nachher noch vertiefen, der Hinweis, dass eine Unmenge an Daten gesammelt wird. Bei Facebook beispielsweise hat die Initiative Europe vs. Facebook rekonstruiert, dass nicht die 39 angegebenen Datenkategorien von Facebook über jeden Nutzer und jede Nutzerin gesammelt werden, sondern bis zu 85 Datenkategorien. Und der Cookie, den Facebook da setzt, ist ein sehr spezieller Cookie, der, wenn Sie den nicht manuell löschen, bis zu 2 Jahre lang Daten sammelt. Und zwar nicht nur dann, wenn Sie auf Facebook sind, sondern auch, wenn Sie irgendwo im Netz unterwegs sind. Und dieser Cookie auf Ihrem Computer ist, liest er nicht nur aus, was Sie auf Facebook machen, sondern auch, was Sie sonst im Internet machen, welche Seiten Sie besuchen. Der liest Lokalisierungsdaten aus, der liest auch Ihre Kontaktverzeichnisse aus. Also es gibt sozusagen ein 360-Grad-Bild von Ihrem Handeln. WhatsApp war auch viel in der Diskussion, ist auch weiterhin viel in der Diskussion. Ist dann nicht viel besser? Also wenn Sie WhatsApp installiert haben, wissen Sie wahrscheinlich, dass WhatsApp regelmäßig Ihr gesamtes Kontaktverzeichnis ausliest, Daten auf einem US-Server speichert. Es ist nicht ganz klar, inwiefern auch Nachrichteninhalte ausgelesen werden. Gerade die Tage kam die Meldung, dass WhatsApp jetzt Nachrichten endlich verschlüsselt, was seit Jahren schon ein Problem ist bei WhatsApp. Und Sie geben WhatsApp die Erlaubnis, Ihre Bilder zu durchsuchen und WhatsApp lädt auch permanent Lokalisierungsdaten hoch. Also Bewegungsprofile sind kein Problem für WhatsApp. Es gibt Alternativen, Threema oder TextSecure, die eigentlich im Prinzip das Gleiche können, aber interessanterweise verbreiten die sich nicht so stark. Wenn wir von mobilen Medien sprechen, und da sind wir ja jetzt mit WhatsApp letztendlich schon gelandet, es ist gerade schon angeklungen, sprechen wir auch von einer immensen Verbreitung, die auch innerhalb von einer sehr kurzen Zeit stattgefunden hat. Die GYM-Studie 2013 spricht davon, dass 96% der Jugendlichen ein Mobiltelefon haben, 60% haben eine Internet-Flatrate, 70% haben WhatsApp auf dem Handy, 59% die Facebook-App oder 65% gehen mit dem Handy ins Netz. Und zunächst sind mobile Medien etwas, was mehr Autonomie ermöglicht. Eine direkte Erreichbarkeit, nicht mehr die Eltern dazwischen geschaltet, wenn man irgendwas voneinander will. Es ist auch sowas wie eine frühe, ortsunabhängige Ablösung möglich. Also die Eltern bekommen nicht so viel mit, was man über das Handy tut. Das hat Potenziale, das hat aber natürlich auch die Frage, wie können Eltern das kontrollieren, wenn es darum gehen sollte. Es gibt viele Möglichkeiten der Alltagskoordination über Kalenderfunktion und alle weiteren Dinge übers Handy. Und man kann sagen, auch im Kontext mobiler Medien spielt sich das ab, was auch sonst im Netz passiert und außerhalb des Netzes, die Bewältigung ganz normaler Entwicklungsaufgaben. Also das Streben nach Autonomie, das Ausprobieren von sozialen Beziehungen, auch das Erleben von Handlungswirksamkeit, das sind alles Dinge, die passieren jetzt halt auch in den Medien. Und da würde ich auch mit einem kurzen Schlenker sagen, dass die Riesendebatten um Cybermobbing, die wir haben, die werden häufig so geführt, als ob das ein neues Phänomen wäre. Mobbing gab es auch schon früher unter Kindern und Jugendlichen. Das hat jetzt natürlich im Kontext digitaler Medien andere Reichweite, andere Rückkopplungseffekte und andere Öffentlichkeiten. Aber es ist jetzt nicht so, dass Kinder dadurch, dass sowas möglich ist, auf einmal zu Leuten werden, die sich gegenseitig sowas zumuten. Es ist in anderen Kontexten verortet.
Autonomie ist sozusagen einerseits möglich, aber auf der anderen Seite gehören zu mobilen Medien, aber auch zu sozialen Netzwerken Dinge wie Selbstunterwerfung. Mit Selbstunterwerfung meine ich das, was ich gerade schon benannt habe. Sie können nicht entscheiden, ob jetzt jemand hier Ihre Daten ausliest oder nicht. Sie können zwar vieles deaktivieren, mache ich auch bei meinem Android-Smartphone, aber ganz vieles kann auch ich nicht deaktivieren, auch wenn ich es gerne würde. Das heißt, die Unterwerfung unter eine bestimmte Form der Datenauskunft, des Zwangs auch zur Selbstauskunft, ist nicht umgehbar. Wir haben aber auch eben ja, Entwicklungen, die könnte man mit Deleuze sagen, eine Art von Society of Control, also Kontrollgesellschaften. Medien, die sich auf immer mehr Menschen zu immer mehr Zeitpunkten richten und auch die Praktiken diesen ja, sozusagen Kontrollorientierungen unterwerfen. Aktuelles Beispiel sind die ganzen Gadgets, die sich gerade total verbreiten, wo sie permanent ihren Körperzustand messen können. Jetzt haben die Versicherungen ja sogar auch Interesse an diesen Daten. Wir haben da spannende Entwicklungen, die gleichzeitig auch ein bisschen beunruhigend sind. Und damit sind wir auch bei dem Thema Normierung. Was passiert so nebenbei, wenn wir digitale Medien nutzen in den Entwicklungen in den letzten Jahren, sind damit auch immer mehr Normierungen verbunden. Wir hatten vor 10 Jahren kritische Debatten über PowerPoint, weil PowerPoint so stark suggestiv und vorstrukturierend ist. Aber wir sind jetzt bei ganz anderen Formen der Normierung. Nämlich, wenn wir jetzt an diese Selbstvermessungsgeräte denken, ist es ja ein permanenter Vergleich mit einer Normalität, mit Durchschnittsdaten, der da in den Alltag einwandert. Wir haben eine Normierung in Bezug darauf, dass Jugendliche berichten, sie trauen sich Facebook-Freundesanfragen nicht abzulehnen, weil das als offensichtlich ein offensiver Akt der Unhöflichkeit erlebt wird. Es gibt Erreichbarkeitsnormierungen. Ja, wenn jemand ein Handy hat, wirft es die Frage auf, wenn er mal nicht erreichbar ist. Ist legitimierungsbedürftig, dass das Handy mal abgeschaltet wird. Bei WhatsApp gab es jetzt in den letzten Tagen ja auch die Riesendebatte um die Häkchen. Ja, Sie können auf WhatsApp, wenn Sie es nicht selbst deaktivieren, sehen, ob eine Nachricht gelesen wurde und wann jemand zuletzt online war. Das produziert eine ganze Menge an Nachfragen oder zumindest an Erwartungen auch an die Antwortfrequenz, an die Erreichbarkeit und auch an eine Art Zwang zur Selbstauskunft, der eben auch mit Lokalisierungsdaten verbunden ist. Und ich würde auch sagen, eine Normierung liegt nahe. Da gibt es wunderbare Romane als Beispiele dafür, wenn permanent alles identifizierbar und zurechenbar ist. Also man überlegt sich dann zweimal, was man tut und sozusagen nicht so stark in die Nähe von möglicherweise abweichenden Praktiken kommt. Wir haben aber auch sowas wie eine Raumkonstitution, die sich verändert im Kontext mobiler Medien. Also einerseits haben wir sowas wie eine körpergebundene Verortung, also jemand ist immer erreichbar, egal wo er unterwegs ist. Das heißt, ich habe noch? Gut, sehr schön. Ja, das ist hilfreich. Okay, danke. Ja, es gibt eine permanente Datenproduktion über die Situierung im Raum. Wir haben aber auch Formen der Absicherung. Ja? Wer kennt es nicht, nachts alleine in einer stillen Straße, Handy hat man sozusagen griffbereit dabei. Und wenn man sich unsicher fühlt, telefoniert man mit jemandem und holt sozusagen jemanden auch darüber in diesen Raum. Ich will noch einen kurzen Blick auf E-Book-Reader werfen, die auch in dem Zusammenhang interessant sind. Denn wir haben einerseits wirklich, also wer nicht viele Bücher rumschleppen will, hat damit viel Glück, wenn er einen E-Book-Reader hat und da tausende von Büchern drauf rumschleppen kann und immer verfügbar hat. Es gibt auch Beobachtungen, ich habe das aus dem Kontext Bibliotheken mitbekommen, es gibt Bibliotheksprojekte, die offensichtlich sehr erfolgreich sind mit der Einführung digitaler Geräte, weil die offensichtlich auch bei Zielgruppen, die jetzt erstmal nicht leseaffin sind, die Lust oder den Spaß am Lesen auch potenziell erhöhen, weil das eben sozusagen mit was anderem verbunden ist. Wir haben aber eine andere Seite im Kontext von E-Book-Readern, wenn wir über Datenverwertung sprechen. Das ist ganz wunderbar, was Sie für Daten produzieren. Wann brechen Sie ab mit dem Lesen? Wo springen Sie? Was markieren Sie? Welche Anmerkungen machen Sie? Welche Bücher werden wie gelesen? Da lassen sich ganz viele Rückschlüsse auch auf Personen ziehen über das Leseverhalten.
Und es ist schon so, dass Verlage ihre Buchreihen deswegen auf der Basis dieser Datenauswertungen von gelesenen E-Books verändern, also sich entscheiden, bestimmte Reihen auf eine bestimmte Weise aufzulegen und auch Autoren Ansagen machen, wie ein Buch zu schreiben ist, damit es von einer möglichst großen Anzahl Kunden oder Kundinnen gelesen wird. Also wir haben da auch eine Datenproduktion, die häufig nicht präsent ist. Ich habe mal von einem sehr schönen Projekt in der Bibliothek erzählt bekommen, wo mit Tablets dann Kinder auf eine Art Schnitzeljagd geschickt worden sind, um dann eben Lesen zu entdecken. Und ich glaube, es wäre gut, bei so einem Projekt dann gleichzeitig mit anzudocken, dass man sich über die Datenproduktion, die man da gleichzeitig vollzieht, auch auseinandersetzt. Zusammenfassend: Digitale Medien, soziale Medien, mobile Medien sind Räume für die Bewältigung von ganz normalen Entwicklungsaufgaben. Es gibt aber, und das zeigen auch eine ganze Reihe von Studien, auch die DIFSI-Studie von diesem Jahr, es gibt eine ziemliche Diskrepanz zwischen dem Gefühl, aufgeklärt zu sein. Auch wenn wir jetzt hier mal rumfragen würden, wer hat eine Ahnung, dass mit den Daten irgendwas passiert, würden wahrscheinlich die meisten sagen, ja klar, das ist alles irgendwie schwierig. Wenn man aber mal genau hinschaut, an welchen Stellen produzieren wir welche Daten, geben wir welche Daten preis, und da geht es eben weniger um die Daten, die Sie ausdrücklich in ein Profil schreiben, sondern mehr um die Metadaten, die dann eben algorithmisiert ausgewertet werden und so viel über Sie sagen, wie Sie sich gar nicht vorstellen können. Da gibt es nicht nur bei Jugendlichen, auch bei Erwachsenen eine hohe Diskrepanz. Die Normierung von Handeln habe ich vorhin schon angesprochen, und man kann schon sagen, dass wir in einer Zeit leben, wo in manchen Kontexten soziale Zugehörigkeit nur um den Preis des Kontrollverlusts über eigene Daten möglich ist. Die Daten sind deswegen interessant, weil eben im Kontext vom großen Stichwort Big Data algorithmisiert Daten ausgewertet werden. Ich gehe jetzt nicht im Detail darauf hin, das können wir darauf ein, wir können das gleich nochmal in der Diskussion auch ansehen, auf welche Weise Daten schon längst ausgewertet und verwendet werden. Das sind zum Teil auch Beispiele, wo man denkt, das ist jetzt eine Dystopie aus einem Science-Fiction-Roman, aber wir sind da schon längst. Ich möchte jetzt nochmal eingehen, genau, das ist das Thema Big Data, spielt eben auch im Kontext von Leseförderung eine Rolle, meines Erachtens. Wie müssen wir eigentlich in der Leseförderung auch nochmal die Frage von algorithmisierter Datenauswertung thematisieren? Wir haben da Spannungsfelder, die sich auch in dem Zusammenhang zeigen. Thema digitale Ungleichheit in aller Kürze. Wir sprechen von digitaler Ungleichheit, wenn Nutzungsweisen eben entsprechend der Ressourcenlagen, die dann in der Regel außerhalb des Netzes auf eine bestimmte Weise benachteiligt oder privilegiert sind, sich ausdifferenziert. Es zeigen ganz viele Studien, dass auch innerhalb von sozialen Netzwerken sowas wie eine Ausdifferenzierung von Räumen festzustellen ist und Ausdifferenzierung von Nutzungsweisen. Also in aller Kürze, formal niedrig gebildete Zielgruppen machen ganz viel, sind wirklich sehr intensiv im Netz unterwegs, aber es ist dann eben hauptsächlich sowas wie Fotos rauf und runterladen, Profile kommentieren. Es ist auch Recherche, aber die Anteile verlagern sich, wenn Sie jetzt auf ressourcenreichere oder ressourcenprivilegiertere Zielgruppen blicken. Da ist es so, dass sozusagen die bildungsinstitutionell anschlussfähigen Kompetenzen und Nutzungsweisen, wirkmächtige Teilhabe ganz anders und in größerem Ausmaß praktiziert wird. Zum Thema Netzneutralität werde ich jetzt auch an der Stelle erstmal nichts sagen. Das ist meines Erachtens ein großes politisches Thema, wo auch Ungleichheitsfragen dranhängen und wo auch nochmal die Frage ist, wie langfristig alle gleichermaßen Zugang zu Inhalten im Netz haben. Und ich will jetzt nochmal möglichst kurz auf das Thema Familie eingehen. Dazu vielleicht jetzt auch nur ganz kurz. Es gibt eine ganze Menge Studien über Medienerziehungsstile in Familien, die zeigen, dass Medienerziehungsstile keine individuelle, rein motivationale Frage sind in Familien, sondern sehr stark zusammenhängen mit den Ressourcenlagen von Familien, mit Bildungserfahrungen von Eltern, mit Alltagsrelevanzen, also damit, was im Alltag auch eine Rolle spielt und was da auch vermittelt werden kann. Und da differenzieren sich Medienerziehungsstile und eben die Kompetenzen, die Kinder sich im Alltag in der Familie aneignen können, sehr weit auseinander. Die ICILS-Studie ist schon angeklungen, in die habe ich auch mal kurz reingeschaut, um die Ergebnisse hier mit einbeziehen zu können. Auch hier ganz kurz,
Es ist so, dass offensichtlich im internationalen Vergleich Computer eher selten eine Rolle spielen, in Deutschland vergleichsweise zumindest. Es gibt eine hohe Medienskepsis bei Lehrkräften und auch hier zeigt sich eben eine sehr starke Ausdifferenzierung nach ökonomischem und sozialem und kulturellem Kapital vor allen Dingen, also sozusagen finanzielle Lage der Herkunftsfamilie und Bildungshintergrund. Allerdings muss man sagen, was da gemessen worden ist, es sind ganz spezifische Kompetenzen. Also wir sprechen hier jetzt nicht von Bildung in einem weiten Sinn, von Persönlichkeitsentfaltung, von kommunikativen Praxen, sondern es geht darum, Informationen zu sammeln, zu organisieren, zu erzeugen und auszutauschen. Also es geht um stark informationsbezogene Kompetenzen. Auch da würde ich sagen, da kann man noch mal diskutieren, was das für ein Bildungsbegriff ist, der da zugrunde liegt. Es zeigt aber, dass eben auch soziale Ungleichheiten da eine Rolle spielen. Auch die Frage, inwiefern unser selektives Schulsystem das nochmal stärker befördert. Da gibt es einzelne Befunde, die darauf hindeuten. Und die Frage ist, wie kann das Bildungssystem damit umgehen? Es gibt eine Studie von Claudia Henrichwag, auch dazu nur einen Satz. Sie hat gezeigt, dass im Zusammenspiel von Schule und Familie, da ging es um Grundschulkinder, soziale Ungleichheit reproduziert wird, darüber, wie Medien in Schule thematisiert werden und wie anschlussfähig dann die Dinge, die da vermittelt werden, auch zum familialen Alltag sind. Und ich komme jetzt zu meiner vorletzten Folie, möchte da noch mal ganz kurz benennen, was meines Erachtens die Herausforderungen sind. Zum einen haben wir einerseits große Autonomiepotenziale, wir haben auch Grenzen von Kontrolle, an den Stellen, wo es manchmal gerade für Eltern oder pädagogische Fachkräfte, auch in der Kinder- und Jugendhilfe, manchmal nicht so einfach aushaltbar ist. Und wir haben aber auch Praktiken der Selbstunterwerfung und ja, von Kontexten, mit denen man eigentlich gar nicht so richtig individuell umgehen kann. Wir haben aber eine starke Individualisierung von Verantwortung. Wir sprechen davon, jeder muss selbst lernen, mit seinen Daten umzugehen. Wir haben medienpädagogische Projekte, die versuchen beizubringen, wie man mit seinen Daten umgeht. Aber viele dieser Ansätze sind eigentlich sehr begrenzt in ihrer Reichweite und die Individualisierung von Verantwortung ist meines Erachtens da auch manchmal ein Problem, weil wir haben es mit Machtmonopolen zu tun, die tatsächlich global agieren und wo es die Frage ist, wie kann man sich denen eigentlich entziehen. Wir haben eine hohe Unsicherheit im pädagogischen, privaten wie öffentlichen Kontext im Umgang mit Medienentwicklungen und wir haben offensichtlich auch strukturelle Unzulänglichkeiten im Bildungssystem darauf vorzubereiten. Wir haben unter anderem diese Initiative Keine Bildung ohne Medien auch mit ins Leben gerufen, um das auch in Ausbildungskontexten nochmal deutlich zum Thema zu machen. Welche Perspektiven gibt es meines Erachtens? Wir haben andere Anforderungen auch an die Verantwortungsübernahme auf politischer Ebene, denn es geht meines Erachtens da auch um Steuerung und noch andere Verantwortungsübernahme als bislang mit Blick auf die Phänomene, die ich dargestellt habe. Aber auch in öffentlichen Bildungsinstitutionen, der Kinder- und Jugendhilfe wie der Schule und im Privaten wie der Familie. Wir brauchen meines Erachtens auch einen reflexiven Umgang mit der Kompetenzorientierung. Wir sprechen immer von Medienkompetenz und da geht es um eine bestimmte, meines Erachtens manchmal auch reduzierte Perspektive auf das, worum es geht, an Persönlichkeitsentfaltung und an Bildung. Und das heißt, meines Erachtens braucht es eigentlich eher Bildung und Befähigung von allen, die mit den Medien agieren sollen. Es braucht auch eine Reflexion des eigenen Medienhandelns angesichts der Risikodiskurse, die wir mit Blick auf die nachwachsende Generation haben und dabei eine Reflexion von Habitusunterschieden, also was ist für uns selbstverständlich auf der Basis unserer eigenen Ressourcenlage im Vergleich zu denen, mit denen auch pädagogisch gehandelt werden soll und wie spielen eigentlich unterschiedliche Institutionen, Kinder- und Jugendhilfe, Schule, Familie, in dieser Befähigung in der digitalen Gesellschaft eigentlich zusammen. Und damit bin ich am Ende und danke Ihnen für Ihre lange Aufmerksamkeit. Sehr toll. Kommen Sie noch an? Sehr gut. Sehr interessant. Wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit, jetzt zu reden und zu hypertextualisieren. 10 Minuten, Wahnsinn, toll, vor dem Essen. Aber trotzdem würde ich gerne Ihnen die Gelegenheit geben, doch an der einen oder anderen Stelle nachzufragen. Immer mit Blick auf das, dass wir nachher sozusagen noch eine andere Keynote hören darüber, was ist Hypertext, wie liest man den, wie versteht man den, was
bedeutet es für ein anderes Lernen, auch von Kindern. Aber stellen Sie einfach noch ein paar Fragen. Was haben Sie nicht verstanden? Wo hat Frau Kutscher über- oder untertrieben, Ihrer Ansicht nach? Bitte. Haben wir so ein Saalmikro, was rumgehen kann? Ich würde gerne 2, 3 Fragen übersammeln, so ganz kurz, und dann vielleicht ergänzt sich auch manches. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Luna Beck. Ich bin vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Und meine Frage ist aber ganz persönlicher Natur, weil ich tatsächlich auch so ein Medienjunkie bin und aber in meiner Rolle als Mutter eigentlich verantwortungsvoll damit umgehen möchte. Und Sie haben ja angedeutet, dass mit diesen Big Data, also Sie haben das auch dargestellt als Gefahr für uns und die Kinder. Und vielleicht können Sie das wirklich nochmal erklären, weil mir wird nicht klar, wie diese Daten gegen uns verwendet werden können, außer eben als Werbung. Und die kann ich ignorieren, wenn sie irrelevant ist, oder finde das vielleicht auch gut, wenn mir für Produkte, die sinnvoll erscheinen, für mich jetzt quasi aufmerksam gemacht werde. Und also diese Gefahr, ich würde das gerne wirklich verstehen, um es auch besser umsetzen zu können. Gut. Ob Frau Kutscher das in einer Minute hinkriegt, ein wichtiges Signal für Sie ist das hier. Bitte eine Frage stellen. Am besten eine Frage, das hilft uns allen. Wer will noch? Sie haben mit einem Halbsatz angedeutet, es gäbe Dystopien, wenn man manche Untersuchungen liest. Ich wäre interessiert, welche. Okay, eine nehme ich noch. Dystopien? Sie haben gesagt, dass die Zahl der Mediensüchtigen gering ist. Gibt es dazu Studien, die das definitiv untermauern, oder könnte es anders aussehen? Okay. Was wird mit den Daten, mit den Metadaten von Facebook und anderen Böses gemacht, obwohl wir es gar nicht so genau wissen, außer Werbung? Dann Dystopien, die habe ich gar nicht gehört. Genau, und gibt es Süchtige? Da gibt es ja interessante Studien aus Korea, das am meisten digitalisierte Land der Welt, wo Forscher sagen, es gibt 12% eindeutig Süchtige unter den Jugendlichen. Wenn sie denen das Handy abnehmen, dann werden die so unruhig, dass sie sagen, gib mir das zurück. Aber Sie sind die Expertin. Ja, also es gibt Studien, die auch mittlerweile schon mehrfach durchgeführt worden sind in Deutschland. Die PINDA-Studie ist eine, die auch durch das Bundesgesundheitsministerium mitfinanziert worden ist. Und es gibt auch verschiedene internationale Studien, die kommen alle zu keinen Prozentzahlen, die höher, je nachdem, welche Form der exzessiven oder suchtähnlichen oder suchtbezogenen Nutzung man in den Blick nimmt. Zu keinen Zahlen, je nach Belastung, über 5 bis maximal 10%. Und bei ganz vielen Phänomenen sind es 3 bis 5%. Also das ist sozusagen quantitativ tatsächlich nicht im Verhältnis zu den Dramatisierungen, die wir in vielen öffentlichen Diskursen haben. Also diese PINDA-Studie ist für Deutschland hier einschlägig. Sie können auch, im Kinder- und Jugendbericht haben wir das auch an einer Stelle, die aktuellen Daten zu Sucht in dem Kontext dargestellt. In Klammern, der Suchtbegriff bei Internetsucht ist auch relativ umstritten. Also die Frage ist, an was macht man es fest? Es gibt zum Teil Studien, die meines Erachtens eher problematisch sind, die das an einem bestimmten Zeitumfang pro Tag oder Woche festmachen. Und da könnten wahrscheinlich viele von uns, die behaupten, sie müssten das in beruflichen Kontexten machen, würden da auch drunter fallen, würden sich aber nicht als süchtig betrachten. Also da gibt es schon viel Auseinandersetzung. Zum Thema Datenverwendung, das deckt sich fast mit dem Thema Dystopien. Ich habe hier auch, hier sind ein paar Romane, die ich empfehlen würde, wenn Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, was passiert mit den Daten, von Cory Doctorow, das Buch Little Brother und das Buch Homeland. Von Dave Eggers war jetzt auch in den letzten Monaten The Circle in den Medien hier sehr präsent. Und von Tore Hansen, Silent Control, das sind alles Bücher, die, wie ich finde, auf eine sehr spannende Weise, zum Teil fallen die unter die Kategorie Jugendbücher, ich finde aber, das sind beileibe nicht nur Jugendbücher, ganz spannend darstellen, was mit unseren Daten zum Teil jetzt schon passiert oder zum Teil in einer sehr nahen Zukunft. Was passiert tatsächlich schon längst?
Wir wissen, dass Daten auch aus sozialen Netzwerken schon längst genutzt werden, zum Beispiel für das Versicherungsscoring, also zur Berechnung von der Höhe von Versicherungen oder ob sie überhaupt eine Versicherung bekommen. Wenn sie jetzt ein eher riskantes Hobby beispielsweise angegeben haben, kann es passieren, dass sie eine Lebensversicherung nicht abschließen können oder eine recht teure abschließen müssen, weil diese Daten mit ausgewertet werden. Wir haben mittlerweile eine Riesenindustrie, die mit Metadaten handelt und die zusammenbringt. Und in den Kontexten Versicherung gibt es da schon eine ziemlich lange Erfahrung mit der komplexen Auswertung von Daten. Was in den letzten Monaten auch in Deutschland immer wieder Thema war, ist eine Entwicklung, die in den USA auch schon viel weiter fortgeschritten ist. Es läuft unter dem Stichwort Predictive Analytics. Dazu dienen die Metadaten. Und zwar, es geht darum, künftiges Handeln vorherzusagen auf der Basis von Metadatenauswertung. Und das können Sie tatsächlich statistisch ziemlich gut. Sie können da immer noch nicht sagen, ob das jetzt genau auf den Einzelfall zutrifft oder nicht. Aber es werden bestimmte Kriterien zueinander gebracht, die eine relativ hohe Aussagekraft auf einer statistischen Ebene haben. Das ist das Problem auch an Big Data. Um bestimmte Entwicklungen oder auch Handlungsweisen vorherzusagen. Also es gibt die Möglichkeit, auf der Basis der Lokalisierungsdaten, die Sie abgeben, die gespeichert werden, Bewegungsprofile zu erstellen und ziemlich schnell zu merken, wenn Sie abweichen von Ihren üblichen Praktiken. Und das ist natürlich für viele Zielgruppen interessant. Was tatsächlich jetzt ganz konkret interessant ist, was da passiert ist, in Chicago gibt es seit letztem Jahr, also seit 1,5 Jahren ungefähr, ein Programm, das die Chicagoer Polizei realisiert, und zwar wertet die Metadaten aus, um die Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, ob eine bestimmte Person in der Zukunft ein Verbrechen begehen wird. Und da sind wir jetzt nämlich beim Thema Dystopien. Das hört sich wie Minority Report an, falls Sie den Film gesehen haben. Das läuft seit 1,5 Jahren und es läuft tatsächlich so, dass diese Metadaten ausgewertet werden und dann die Polizei die Leute zu Hause besucht und sagt, wir wissen, dass du in der Zukunft ein Verbrechen begehen wirst, wir haben ein Auge auf dich. Das ist jetzt Chicago. Wir haben aber auf der Ebene der EU, die EU-Kommission fördert ja Forschungsprojekte und im 7. Rahmenprogramm der EU wird schon seit längerem ein Projekt gefördert namens INDECT, in dem es auch genau um Verbrechensvorhersage auf der Basis von Metadaten geht. Und die nordrhein-westfälische Polizei und die bayerische, meines Wissens auch mittlerweile, sind auch gerade an solchen Programmen dran. Also da sind sozusagen so ein paar Kontexte, an denen Sie sehen können, da passiert schon eine ganze Menge mit den Daten. Die andere Seite, die vielleicht erstmal banaler scheint, die aber auch ziemlich weitreichende Auswirkungen hat, ist, dass längst, wenn Sie Ihre Cookies nicht regelmäßig löschen und wenn Sie im Netz erkennbar werden, was an manchen Stellen schwer vermeidbar ist, allein schon über die Browserdaten, die Sie produzieren, wenn Sie im Netz sind, ist eine Vorstrukturierung dessen, was Sie überhaupt zu sehen bekommen. Also auch da passiert ja schon algorithmisiert, bei Google beispielsweise, die Auswahl, welche Trefferlisten Sie zu sehen bekommen, basierend auf Ihren vorherigen Suchbewegungen. Und bei Facebook wird über den EdgeRank-Algorithmus und die Anpassung auch algorithmisiert, auf der Basis von Metadatenauswertungen, welche Statusmeldungen Ihrer Freunde Sie zu sehen bekommen und welche nicht. Also man könnte auch sagen, es gibt auch Leute, die sprechen von einem Digital Enclosure, also von einem immer mehr eingeschlossen sein durch bestimmte Vorstrukturierungen, die wir gar nicht mehr unter Kontrolle haben. Auch. Wir müssen auf jeden Fall erstmal alle Mathe nochmal studieren, was Algorithmen alles wissen. Mein Twitter-Profil sagt mir, dass Sie gleich eine Frage stellen werden dort mit der Brille. Ich habe das genau. Nein, es sind noch 2 Fragen möglich, bitte. Weil dann gibt es was zu essen. Wir müssen das ja alles verdauen. Bitte stellen Sie Frage, an deren Ende ein Fragezeichen ist. Sie sprachen von Bildung ohne Medien, einer Initiative. Vielleicht können Sie da noch mal 2 Worte zu sagen. Mhm. Noch jemand? Ich habe selber auch eine Frage, die ist ganz kurz. Wie viel Prozent, Frau Kutscher, von dem, was sich sozusagen sozial durch diese Digitalisierung, Mediennutzung verändert in unserem sozialen Leben? Wie viel Prozent von diesen Veränderungen haben wir schon verstanden und erkannt? Einfach eine Zahl. Das ist natürlich völlig unseriös, so eine Prozentzahl von mir zu geben. Ganz gemein, ja. Aber ich würde sagen, die bewegt sich wahrscheinlich im einstelligen Bereich. Also tatsächlich?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Ausmaße dessen, was im Moment schon längst passieren, also ich mache deswegen, Sie haben es ja gemerkt, ich habe an vielen Stellen sozusagen Aufklärung betrieben und Inhalte hier eingespeist, die eigentlich jetzt nicht im engeren Sinn Teil des Themas Aufwachsens mit digitalen Medien sind, aber von denen ich denke, dass die Thema werden müssen. Und es gibt genügend Kontexte, in denen die nicht Thema werden, wo sozusagen eine Uninformiertheit eben auch da ist. Und deswegen glaube ich schon, dass wir an vielen Stellen nochmal ganz anders aufklären müssten. Gut, weniger als 10%. Wo geht es hin? Ja, das ist eine gute und echt schwierige Frage. Ich glaube, dass wir angesichts der Errungenschaften, ich habe die ja auch deutlich gemacht an manchen Stellen, die Errungenschaften, die wir durch viele, viele dieser digitalen Entwicklungen haben, ganz sicher nicht dahinter zurückgehen werden. Das ist, glaube ich, das Erste. Wir werden nicht irgendwann beschließen, wir nutzen keine Computer oder keine Smartphones mehr. Das ist, glaube ich, nicht, was passieren wird. Ich beobachte aber schon, und das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt, in den letzten Monaten, dass wir offensichtlich ein Stück weit schon lernen. Also es gibt eine Entwicklung in einer unglaublich kurzen Zeit, und es gibt ganz viele Dinge, die passieren und man beginnt jetzt langsam an manchen Stellen darüber nachzudenken, ob man Dinge nicht regulieren muss, die erstmal ungebrochen passiert sind. Und ich glaube, dass da sozusagen einerseits ein Lernprozess auch stattfindet und sich was auf einer politischen Ebene vielleicht perspektivisch auch nochmal dabei mitverändern wird. Und da geht es dann nicht nur um sozusagen nationale Kontexte, sondern auch um internationale Kontexte. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass hier bestimmte Strukturen geschaffen worden sind, längst, die man nicht mehr sozusagen komplett durchbrechen können wird. Die EU versucht es im Moment, also scheint es vorzuhaben, Google ein bisschen zu aufteilen zu wollen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das sein wird. Also es gibt da schon Anzeichen, dass man merkt, dass da einfach auch Machtmonopole global entstanden sind, die keine Regierung mehr kontrollieren kann und wo man schon sich alles Mögliche ausmalen kann, in welche Richtung es geht, je nachdem, wer da die Kontrolle hat. Keine Bildung ohne Medien. Das ist eine Initiative, die 2011, also wir haben so ein bisschen Vorlauf gehabt, aber 2011 gab es einen großen Kongress in Berlin. Und die Idee dabei ist, Sie finden da auch eine Internetseite, die Idee dabei ist, dass quer durch alle Ausbildungsgänge, ob es jetzt um Erzieherinnen geht, um LehrerInnen, um SozialarbeiterInnen, um Erwachsenenbildung, alle Kontexte, die Sie sich pädagogischerweise vorstellen können, eigentlich sowohl in der Ausbildung als auch in der Fort- und Weiterbildung digitale Medien ein Thema sein müssen. Und zwar nicht, weil wir finden, jeder muss sie nutzen, sondern weil wir eben in einer Gesellschaft leben. Digitale Gesellschaft ist ja auch das Thema, in der eigentlich alle zumindest dafür befähigt werden müssen, damit umzugehen. Und deswegen ist so die These dieser Initiative, braucht es durchgehend eine Befähigung dazu, auch in all den Kontexten, die sich vielleicht erstmal gar nicht dafür zuständig fühlen, die aber das Aufwachsen von der Wiege bis zur Bahre meinetwegen begleiten und Menschen versuchen zu befähigen. Das ist die Idee hinter Keine Bildung ohne Medien. Und es gab in ein paar Bundesländern auch schon Erfolge. In Baden-Württemberg beispielsweise sind diese Inhalte stärker auch in die Lehrerbildung zum Beispiel gewandert. Also da, das ist dann natürlich wieder eine Ländersache, was wo dann sich stärker durchsetzt. Vielen Dank. Mehr Algorithmen in die Schule und guten Appetit jetzt. Vielen Dank.